So, das Klo ist beiseite genommen. Das sind nur drei Montageschrauben. Die sind auch wichtig, weil dieses Klo eben nicht wie mit einem Campingwagen benutzt wird, auch während das ganze Schiff schaukelt und schwabbert. Und das ist jetzt die neue Rückschlagklappe, die wir vorhin im anderen Video dargestellt haben. Die wird jetzt aufgesetzt. Die andere Klappe ist schlicht beseitigt. Das ganze Ding wird aufgesetzt und jetzt kommt immer das große Geheimnis. Das kann bei uns nur einer richtig, nämlich Schlauchschellen so anziehen, dass sie halten und nicht gleichzeitig zerstören. Das ist eine Kunst für sich. Man sieht so ein bisschen im unteren Teil des Videos, dass wir das Klo an einer anderen Stelle nochmal modifiziert haben, nämlich völlig neue Beschläge aufgebaut haben auf diese ganz normale, ich glaube, die kam aus irgendeinem Baumarkt, Klobrille. Die Original-Klobrillen kosten ein irres Geld. Das hier ist jetzt schlicht eine Baumarktbrille für 10, 12 Euro, aber mit selbstgebauten Scharnieren, die das Ganze alles deutlich stabiler machen. Und auf die Art und Weise bauen wir alles wieder zusammen.